Hallo zusammen zu unserem Warm-up vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison gegen Mainz 05-2. Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr im altehrwürdigen Bruchwegstadion in Mainz. Wir begrüßen dazu unseren Cheftrainer Alexander Kiene. Hallo an alle Löwenfans. Tja, Alex, die Vorbereitung ist beendet. Ihr habt in der vergangenen Woche, wie du beim letzten Gespräch gesagt hast, noch an der Athletik gearbeitet, an der Feinabstimmung, Feinjustierung. Erzähl mal, wie war der Endspurt der Vorbereitung? Ja, zum einen ging es ja nochmal darum, dass wir auch das letzte Spiel, Testspiel in Gütersloh bestritten haben. Ja, das heißt, wir haben das Spiel dort natürlich analysiert. Zum einen die sehr guten Sachen, und da gab es einige, wenn ich gerade auch an die beiden Tore denke, die wir rausgearbeitet haben. Aber es gab auch noch Punkte, ja, wo wir in der Feinabstimmung, so wie du es auch gerade gesagt hast, ja, so diese kleinen Fehlerquellen abstellen wollen und müssen. Und ja, das haben wir zum einen aufgearbeitet und auch jetzt nochmal mit auf den Trainingsplatz genommen. Auch natürlich nochmal so diese letzten Schwerpunkte, was die Spielidee betrifft, was auch die Athletik betrifft. Gerade jetzt zum Ende einer Vorbereitung geht es ja immer darum, dann nochmal in die Schnelligkeit zu gehen, ja, dynamisch zu werden, handlungsschnell zu werden, da auch nochmal entsprechende Reize zu setzen. Das haben wir getan. Und ja, jetzt sind wir eigentlich aber auch schon dann in der gezielten Vorbereitung für das erste Spiel in Mainz. Das heißt, zum einen den Gegner vorzubereiten, zum anderen aber auch wieder, ja, bei uns zu bleiben, die Dinge anzusprechen und auf dem Platz zu trainieren, die wir für den Sonntag brauchen. Und das haben wir schon getan und werden wir auch in den kommenden Tagen fortsetzen, um dann möglichst einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen. Ja, kommen wir nochmal zum Spiel. Beim FC Gütersloh, der letzte schwere Test eigentlich auch mit einem Gegner ebenfalls aus der Regionalliga. 2-2 ist es ausgegangen. Wie warst du zufrieden? War noch ein bisschen Luft nach oben oder war alles so wie... Ja, ich denke zum Ersten, dass beide Mannschaften an dem Tag bei über 30 Grad eine sehr hohe Intensität an den Tag gelegt haben. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir konditionell auf einem guten Level waren, der Gegner aber auch. Ich muss sagen, dass wir eigentlich in den ersten paar Minuten gar nicht schlecht reingekommen sind. Wir hatten auch durch Maurice Springfeld die erste große Chance bei einer Standardsituation. Und dann kriegen wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein Gegentor, wo wir auf zwei Positionen falsche Entscheidungen getroffen haben, zu spät gekommen sind und der Gegner dann diese Kontersituation dann auch zum 1-0 ausgenutzt hat. Dann haben wir ein paar Minuten gebraucht, um uns davon zu erholen. Ich finde aber auch, dass wir im Laufe der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen sind, und das zeigt zum einen, ja, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass die Mannschaft auch ja ein gewisses Vertrauen in die eigene Stärke entwickelt hat, auch im Laufe dieser Vorbereitung, weil wir haben dann immer mehr die Spielkontrolle übernommen, haben aus meiner Sicht auch folgerichtig nach etwa einer halben Stunde den Ausgleich erzielt durch Severo Sturm, hätten aus meiner Sicht vor der Halbzeit nachlegen können, da waren wir dicht dran, auch noch ein zweites Tor zu machen. Von daher habe ich ja viele gute spielerische Momente dann in dieser Phase erkennen können. Und ich finde, dass wir auch in der zweiten Halbzeit einige Dinge richtig gut gemacht haben. Wir waren sehr kompakt gegen den Ball. Der Gegner hatte Chancen, wenn aber dann nur durch individuelle Fehler, die wir gemacht haben. Das haben wir angesprochen, auch in der Analyse, dass wir da einfach noch konsequenter verteidigen müssen, dass wir in der einen oder anderen Situation da auch, ja, die Männer markieren müssen, eben nicht Leute im Rücken weggehen lassen dürfen. Das sind so Fehlerquellen, die wir jetzt abstellen müssen, gerade auch im Hinblick auf das erste Spiel. Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit, auch nach den 5 Wechseln, die wir nach circa einer Stunde vorgenommen haben, wieder viele spielerische Momente gehabt, die mir gut gefallen haben. Das zweite Tor, was Sergi dann am Ende erzielt, war sehr gut rausgespielt. Nach dem Ballgewinn über Mürcev, dann ein Doppelpass von Marco Hingel und Nacho über die rechte Seite. Sehr gut abgeschlossen. Und man hatte dann eigentlich in dieser Phase so um die 70., 75. Minute rum das Gefühl, ja, wir führen, wir haben das Spiel unter Kontrolle. Und dann haben wir leider einen persönlichen Fehler gemacht, der dann zum 2-2 geführt hat. Das war aus meiner Sicht ärgerlich und das sind definitiv Dinge, die wir abstellen müssen. Aber auch da sage ich, die Mannschaft ist weiter dran geblieben. Wir hatten kurz vor Schluss noch eine Riesenmöglichkeit von Joyce, ein cooler Luaye, wo wir das dritte Tor hätten machen können, vielleicht sogar müssen. Also insgesamt bin ich mit dem spielerischen Auftritt über weite Phasen sehr zufrieden gewesen. Aber wir müssen gewisse Fehlerquellen gerade im Defensivbereich noch abstellen. 2 Gegentore waren mir gegen diesen Gegner zu viel.
Und die Basis auch für einen Erfolg in der Regionalliga wird auch am Sonntag, aber auch in der gesamten Saison auch wieder sein, dass wir in der Defensive wenig zulassen, wenig Gegentore bekommen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein Stück zulegen. Also zusammengefasst, bist du fast zufrieden mit der körperlichen, mit dem körperlichen Zustand mit der Mannschaft und die Mannschaft sollte fit sein für die sportlichen Herausforderungen, oder? Ja, der Trainer ist immer dann zufrieden, wenn wir gewinnen. Also von daher haben wir den Teilerfolg mitgenommen und viele gute Momente auch in Gütersloh. Aber mein Anspruch, mein Ehrgeiz, meine Leidenschaft ist immer, dass wir Spiele gewinnen wollen. Und da geht es jetzt ja auch dann in der Liga am Sonntag mit dem ersten Spiel los. Ich glaube insgesamt, dass wir von einer guten Vorbereitung sprechen können, weil wir zum einen sehr intensiv und gut arbeiten konnten, die Spieler auch weitestgehend verletzungsfrei durchgekommen sind. Ja, es gab so kleinere Dinge jetzt wie bei Cornelius Bräunling, der jetzt aber diese Woche auch wieder voll ins Training eingestiegen ist. Das ist erfreulich. Auch Nikos Sogafakis hatte zwischenzeitlich mal eine Blessur. Das sind aber Dinge, die auch normal sind. Aber wir haben keine Muskelverletzungen gehabt. Die Jungs haben insgesamt wirklich gut gearbeitet und wir konnten auch viel von den spielerischen Dingen, die wir einstudieren wollten, umsetzen. Und jetzt geht es natürlich darum, dann auch beim Start da zu sein, sofort auch versuchen, diese Dinge dann auch auf den Platz zu bringen, um möglichst ein erfolgreiches Spiel in Mainz abzuliefern. Ich meine, immerhin unentschieden wäre ja in der Regionalliga ein Punkt. Und wenn wir den Punkt vielleicht in Mainz holen würden, also könnte man auch nicht unzufrieden sein, sagen wir es mal so. bleiben wir bei Mainz. Ja. Der erste Gegner, ja, zweite Mannschaft, immer ja, die viel zitierte Wundertüte. Die haben auch so einen kleinen oder eine mittlere Fluktuation in der Mannschaft, was ich gesehen habe. 10 Abgänge, 10 Neuzugänge. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ja, du hast schon einige Aspekte angesprochen. Also zum einen treffen wir natürlich auf eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, die auch ja, über bewegliche, dynamische Offensivspieler verfügt. Es sind sehr viele Spieler aus dem U19-Bereich hochgekommen, die dort auch eine ordentliche Runde gespielt haben, die auch in der Youth League relativ weit gekommen sind. Also da sieht man schon, dass Mainz 05 auch mittlerweile ja, internationalen Charakter hat und da auch wirklich gute Spieler abgeliefert hat und da eine Menge Talente auch da sind. Auf der anderen Seite hast du es auch richtig gesagt, bei einer U-Mannschaft muss man immer erstmal abwarten, zum einen in welcher Formation spielen sie am Ende. Es waren jetzt auch einige der Spieler mit bei den Profis im Trainingslager. Das heißt, da ist dann auch die Fragestellung, wer kommt zurück, wer rutscht in die Mannschaft rein. Wie sind auch die Spieler, die jetzt hochgerückt sind aus dem U19-Bereich, wie sind die schon im Männerbereich angekommen? Das ist häufig ja für U-Mannschaften auch erstmal ja, eine Umstellung, gerade auch zu Saisonbeginn, dass man vielleicht noch nicht so in der Performance und in der Körperlichkeit drin ist. Das sind alles Aspekte, die wir sicherlich wissen. Und in der Art und Weise, wie Mainz 05 Fußball spielen will, da konnte man in der letzten Saison schon auch eine Menge erkennen und wir haben jetzt auch nochmal Mainz beobachtet. Wir haben auch nochmal Videomaterial ausgewertet und von daher legen wir uns diesbezüglich auch unseren Matchplan zurecht, wie wir den Gegner bearbeiten wollen, wie wir auch unser Spiel forcieren wollen. Und am Ende ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man bei sich selber bleibt, dass man zum einen natürlich Stärken und Schwächen des Gegners berücksichtigt, auch die Räume natürlich kennzeichnet, die wir bespielen wollen, wo der Gegner möglichst ja, dann auch zu bespielen ist. Aber trotzdem auch bei uns bleiben, unsere Idee vom Fußball auf den Platz bringen, vor allen Dingen auch ja, als Mannschaft wieder so funktionieren und harmonieren, wie wir das in weiten Teilen der Vorbereitung geschafft haben. Ich nehme mal das Testspiel gegen Dresden als Paradebeispiel, wo wir das über 120 Minuten, egal wer auf welcher Position gespielt hat, sehr, sehr gut gemacht haben. Und natürlich geht es für uns auch darum, ja, an die gute Rückrunde anzuknüpfen und möglichst jetzt auch wieder mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Ich weiß aber auch, wie schwer das in Mainz ist und von daher sind wir gewarnt, gehen aber trotzdem mit Vertrauen und Überzeugung in das erste Match rein. Die Startaufstellung von Gütersloh, könnte das die sein, die deinen Wünschen entspricht? Könnte das die Wunschformation sein oder muss man da mit der einen oder anderen, anderen Position nochmal rechnen, mit einem anderen Wechsel nochmal rechnen? Ja, zum einen haben wir ja die Situation auch, gerade durch die Neuzugänge, dass wir jetzt einen sehr gesunden Konkurrenzkampf haben. Also wir haben einerseits das Grundgerüst aus der letzten Saison, haben jetzt aber gerade auch unsere ja, jungen, dynamischen Spieler mit Perspektive, die wir dazugenommen haben. Und ich denke, man hat in der Vorbereitung schon gesehen, dass wir flexibel sind, sowohl vom System als auch von den Positionierungen, dass wir guten Zuwachs bekommen haben.
Und von daher sage ich jetzt auch, natürlich haben wir in den letzten Wochen immer ein gewisses Grundgerüst auf dem Platz gehabt. Es gibt aber immer Positionen, wo ich in den Testspielen, aber insbesondere auch nochmal in der Trainingswoche gucke, ja, wer passt am besten zu wem, wie setzen wir das Puzzle für uns am besten zusammen und was passt natürlich am Ende auch am besten gegen den nächsten Gegner. Und von daher ist das immer eine Mischung aus mehreren Aspekten. Und wir haben jetzt noch ein paar Trainingseinheiten vor uns und da gibt es noch Positionen, die offen sind. Und am Ende müssen wir dann bis zum Sonntag entscheiden, wer in der Startelf steht und wer nicht. Ganz anderes Thema, die Kapitänsbinde wurde von Freddy Prill zu Sercan Serrara weitergegeben. Kannst du ein paar Sätze mal die Begründung dafür geben, warum der Wechsel vollzogen wurde? Ja, wir haben ja bei der Kapitänsfrage entschieden, einen neuen Impuls zu setzen. Dazu muss man ja erstmal sagen, als ich im November gekommen bin, habe ich erstmal ja, das fortgeführt, was damals Bestand hatte. Das heißt, sowohl Freddy im Kapitänsamt als auch ja, den Mannschaftsrat so belassen, weil ich insgesamt dann auch zu dem Zeitpunkt das so weitermachen wollte. Ich auch sehr zufrieden war insgesamt, wie wir zusammengearbeitet haben. Am Ende ist es aber auch ein normaler Prozess im Fußball und auch im Leistungssport, ja, dass man auch Entscheidungen trifft, dass man auch mal neue Impulse setzen möchte. Das hat erstmal grundsätzlich überhaupt nichts mit der Wertschätzung und dem Respekt gegenüber Freddy zu tun. Den hat er nach wie vor und ist für uns immer noch ein wichtiger Spieler. Und auf der anderen Seite ja, haben wir auch entschieden, dass wir Sergi noch mehr in die Verantwortung nehmen möchten mit dieser Funktion, die er übrigens auch in München bei Türkgücü sehr gut ausgeführt hat. Freddy ist nach wie vor Teil des Mannschaftsrates und ist auch da ein wichtiger Kommunikator und auch Ansprechpartner für mich. Und Sergi, das konnte man jetzt auch schon in Paderborn und insbesondere in Gütersloh sehen, ja, hat diese Rolle jetzt auch in den ersten Tagen sehr gut ausgefüllt. Und von daher sage ich zum einen, wir haben mehrere Spieler, auf die es ankommt, die Verantwortung übernehmen sollen. Auch insbesondere natürlich die Spieler im Mannschaftsrat, die auch von den Jungs gewählt wurden. Aber es ist auch klar in dem Prozess, in dem wir uns befinden, im Verein, aber auch in der Mannschaft, ja, dass man dann auch mal neue Impulse setzt. Und von daher für mich ja, ein ganz legitimer und normaler Prozess. In der letzten Woche hat dein Co-Trainer Sebastian Busch zu mir gesagt, hau doch mal in dem Warm-up richtig einen raus. Ich will das mal ganz vorsichtig versuchen und sage jetzt einfach mal, der KSV wird in der kommenden Serie die positive Überraschungsmannschaft der Liga sein. Könntest du dich mit der Idee anfreunden oder andersrum gesagt, wie sind deine persönlichen Ziele? Was hast du dir für die Serie vorgenommen? Ich finde es immer gut, wenn zum einen ja, wir aus dem Trainerteam, in dem Fall Buschi, dann auch ja, sehr positiv an die Sache rangehen und auch mal einen raushauen. Wir haben auch insgesamt, muss ich sagen, ja, eine sehr gute Stimmung und Atmosphäre im Trainerteam. Und ich finde es auch immer wichtig, dass sowohl die Spieler als auch wir vom Staff immer ja, mit positivem Beispiel vorangehen, ambitioniert sind, ehrgeizig sind. Darum geht es ja immer im Fußball, dass wir das Maximale erreichen wollen. Und jeder, der mich kennt, weiß ja auch, dass ich ein sehr ehrgeiziger, leidenschaftlicher Typ bin, der auch ja, maximale Ziele erreichen möchte. Also das eine ist der Ehrgeiz, auch die Ambition, die wir auch haben, dass wir den KSV Ersten Kassel entwickeln wollen, dass wir besser werden wollen. Das ist ja übrigens auch das, was ich von jedem einzelnen Spieler erwarte. Ich will, dass wir besser werden, als Mannschaft, aber auch jeder Einzelne. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch eine gute Saison spielen. Und noch dazu, und das habe ich auch schon mehrfach betont, muss man auch immer so ein bisschen natürlich berücksichtigen, ja, wo komme ich her und was ist aber auch im Rahmen der Möglichkeiten realistisch. Und ich glaube, dass wir gerade auch nach der letzten Saison, wo wir zum einen im November auf Platz 15 standen und am Ende ja bis zum vorletzten Spiel auch noch um den Klassenerhalt spielen mussten, dass wir gut daran tun, ja, Demut auch und Realismus an den Tag zu legen. Und deshalb sage ich, wir wollen uns verbessern. Und das betrifft sowohl die Tabelle als auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, als auch die Entwicklung der Spieler. Aber es muss, wie gesagt, mit einem gesunden Realismus sein. Es muss aber auch mit einer Portion Optimismus sein, weil ich möchte schon auch an das anknüpfen, was wir gerade in der Rückrunde gezeigt haben, auch gerade hier zu Hause in unserem Stadion, im Aue-Stadion, dass wir weiter daran arbeiten, hier eine Heimmacht zu sein, dass wir weiter versuchen, die Fans mitzunehmen und auch viele Leute ins Aue-Stadion zu locken. Und dass wir auch unsere Auswärtsbilanz verbessern wollen, das heißt auswärts mehr Punkte holen wollen, als es in der letzten Saison der Fall war. Und wenn wir das alles schaffen,
Ich glaube, dann haben wir eine gute Saison gespielt und dann werden wir auch ja, viele Leute im Umfeld hier glücklich machen. Gut, dann wollen wir mal das mit der Auswärtsbilanz annehmen und hoffen und drücken euch vor allen Dingen die Daumen, dass das Vorhaben gelingt. Alles Gute für Mainz. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder hier an gleicher Stelle. Danke und bis dahin. Servus. Servus.